Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und heute bin ich bei ziemlich starkem Wind hier oben auf dem Kitzbüheler Horn in den Kitzbüheler Alpen. Ich weiß nicht, ob man mich mit dem Wind einigermaßen verstehen kann, aber ich habe es jetzt 10 Minuten vor dem Sonnenuntergang hier hoch geschafft und möchte einfach den Sonnenuntergang hinter dem Wilden Kaiser fotografieren. Ich habe dafür jetzt einen Filter vorne drauf geschraubt, und zwar einen ND-Filter, um länger belichten zu können, weil hier geht so ein starker Wind. Ich erhoffe mir einfach, dass ich schöne Wolkenzieher da drauf bekomme. Und vorne noch ein Verlaufsfilter, um die Sonne ein kleines bisschen abzudecken. Jetzt mache ich einmal den ersten Testshot mit 4 Sekunden auf Blende 8. Hier am Kitzbüheler Horn habe ich gar nicht so viele schöne Bilder im Internet gefunden. Da habe ich mir gedacht, mache ich halt selber mal eins. Oh, hier ist ein Wind. Ich muss ja auch extrem aufpassen, wo ich hinlaufe und hintrete, weil hier geht es ganz schön bergab, Leute. Und ich bin alleine wieder mal hier unterwegs. Also Stirnlampe habe ich dabei, da kann ja nichts passieren. Ich hoffe mir nachher noch die Milchstraße zu fotografieren, wenn ich es hier in der Kälte und im Wind aushalte. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. So. Der Sonnenuntergang ist schätzungsweise in 3 Minuten jetzt durch. Ich zeige euch mal kurz auf dem Video, was ich hier durch die Kamera sehe. Ich fotografiere hier direkt gegen die Sonne, also es ist extrem schwer, so ein Bild einzufangen, für mich jedenfalls. Aber ich gebe mein Bestes mit dem Verlaufsfilter und einer 10-sekündigen Belichtungszeit auf ISO 100. Und ich glaube, ich habe eine 14er Blende vorhin gewählt. Eieiei, ist das ein Wind hier. Und als Vordergrund habe ich mir diese Zaunpfähle einfach mal ausgesucht. Die fand ich jetzt ganz interessant, weil sonst habe ich hier nichts Cooles gefunden in dieser kurzen Zeit. Ja, das Foto ist schon ganz geil. Bei meinen Fototouren stoße ich ja immer wieder auf Schwierigkeiten oder Hindernisse, die ich irgendwie überwinden muss. Hindernis 1 ist jetzt der starke Wind. Der wackelt schon ganz schön kräftig an meinem Stativ. Ich muss es vielleicht auch direkt mal festhalten, wenn ich das Foto mache, diese 10 Sekunden lang. Und dann ist halt die andere Schwierigkeit, direkt gegen die Sonne zu fotografieren, ne? Ich löse es halt mal so jetzt mit meinem Verlaufsfilter und einem ND-Filter. Durch den starken Wind sind natürlich jetzt auch diese Blümchen hier im Vordergrund leicht unscharf, weil die wackeln natürlich hin und her. Aber das kann ich jetzt nicht irgendwie beeinflussen. Wichtig waren mir jetzt tatsächlich diese 2 Zaunpfähle, die meinem Bild irgendwie so eine Art Richtung geben, so eine Linie. Da ist jetzt Selfie-Time angesagt. Meine Zuschauer, also jetzt die außer euch, sind die Kühe da unten. Und das OneWheel hat mir jetzt echt gute Dienste geleistet. Ich konnte von dem einen Wanderparkplatz da unten gute 4 Kilometer mit dem Ding so steil bergauf fahren. Und der Akku ist jetzt auf 20%. Aber er lädt sich ja auf, indem man bergab fährt. Deswegen bin ich guter Dinge, dass ich es heute Nacht wieder mit dem OneWheel nach unten schaffe. Und diese 10, 11 Kilo nicht schleppen muss. Ja, jetzt geht die Sonne direkt mal unter. Ich weiß nicht, ob ich es noch aushalte, noch 4 Stunden hier rumzuhocken und auf die Milchstraße zu warten. Bock habe ich ja schon, weil nochmal bin ich wahrscheinlich so schnell nicht mehr hier oben. Ja, jetzt beeile ich mich da noch 1-2 Fotos zu machen, weil die Sonne geht jetzt echt gleich unter. Und dann wird es dunkel und kalt. Boah! Sonne ist gleich weg. Bam! Cooles Bild. Ich werde jetzt sogar den Fernauslöser auf die Kamera schrauben, um noch länger belichten zu können. Dafür muss ich ja in den Bulb-Modus gehen. Kommt jetzt echt aufs Gefühl drauf an. Die Sonne ist gerade jetzt untergegangen. Bam! Jetzt haben wir diesen rosa Himmel. Wunderschön ist hier. Und wenn der Wind noch mal irgendwann nachlässt, wäre ich noch dankbarer. Wow, knallrot ist der Himmel da oben. Super nice. Alter, wo bin ich hier nur?
mitten am Berg wieder ohne. Ich hätte auch nicht gedacht, dass man hier im Juni noch Handschuhe oben am Berg braucht, aber es ist leider so. Das habe ich echt alles vergessen. Naja, Stirnlampe habe ich wenigstens dabei. Also Bilder im Bald-Modus zu machen, ist auch eine Herausforderung. Bei mir ist es ganz oft, ja, learning by doing. Oft Glück, die richtige Zeit zu finden, die man belichten muss. Aber irgendwann kriegt man ein Händchen dafür. Bam! Ist doch geil. So, jetzt die Sonne ist untergegangen. Jetzt kann ich mir mal überlegen, jo, was hier noch so zu fotografieren gibt. Viel ist es ja hier nicht mehr. Jetzt nehme ich mal den Verlaufsfilter raus, weil der bringt mir jetzt auch gar nichts mehr. Den Verlaufsfilter nehme ich ja eigentlich nur her, wenn die Sonne, ja, mir den Himmel einfach zu hell erscheinen lässt. Aber die ist jetzt untergegangen, also kann ich jetzt auf den Verlaufsfilter gut und gern verzichten. Und den ND-Filter nehme ich jetzt auch mal raus. Der hat jetzt auch keine wirkliche Funktion mehr am Abend. Jetzt muss ich mir noch kurz vor der Dunkelheit echt überlegen, wo ich mich jetzt zurückziehe für die nächsten 4-5 Stunden. Ich möchte hier oben nicht erfrieren, ey. Auch wenn es hier so schön ist, es ist kalt. Aber der Wind hat gerade nachgelassen. Dann mache ich noch schnell ein Foto. Und ihr seht, ich ändere jetzt meinen Standpunkt nicht, weil ich eigentlich mit dem ganz zufrieden bin. Ich mache jetzt meine Bilder mal kurz ohne Filter und das ist dann ganz was anderes, weil man hat keine Wolkenzieher drauf und es ist klar und nüchtern, das Foto. Das kann auch schön sein, ja. Halt wie immer Geschmackssache. So, und jetzt muss ich mir einfach den Spot aussuchen nachher für die Milchstraße. Und dafür habe ich hier die Fotopilz-App. Und da kann ich ganz genau sehen, wo ich die Milchstraße nachher sehe, wenn es denn wolkenfrei ist. Okay, und dann sieht man die Milchstraße hier drüber fliegen. Um 0 Uhr ist sie endlich sichtbar. Und da ist der Mittelpunkt. Also eigentlich wäre die Milchstraße dann direkt über dem Tal da zu sehen und spitzelt dann in diese Berge da hinten ein, in die Alpen. Wow, geil. Also wenn ich das Bild von hier mache. Ja, und auch wenn keine Wolken am Himmel zu sehen sind, natürlich. Und so spitzelt sie, bam, 0.20 Uhr am Himmel auf. Wisst ihr was, mir ist hier doch ein bisschen zu unsicher und zu sketchy, hier noch 4-5 Stunden auf der Bergspitze zu bleiben. Ich glaube tatsächlich, dass ich mich weiter nach unten bewege, wo es ein bisschen sicherer ist. Und ich denke, von weiter unten kann ich die Milchstraße immer noch gut fotografieren, weil ich bin hier eh auf 2000 Meter. Wenn ich jetzt auf 1,7 bin, macht es eigentlich auch nichts mehr. Ja, das werde ich machen. Das ist, wenn man allein unterwegs ist, muss man echt aufpassen, ich zumindest, dass ich da nicht zu unvernünftig handle. Aber es wird hier super schnell dunkel und hier hilft einem keiner mehr in der Nacht. Hier ist keiner. Also wir sehen uns vielleicht nachher. Wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, freut es mich natürlich sehr. Bis gleich. Mit dem One-Wheel in den Kitzbüheler Alpen unterwegs. Crazy. Thank you.
Ja Leute, ich habe meinen Fotospot gefunden. Ich musste etwas hier in der Dunkelheit auf dem Berg rumlaufen, bis ich ihn gefunden habe. Ja, jetzt bin ich hier und ich muss euch sagen, alles, was ich bisher gemacht habe, war echt Kindergarten. Hier bei der Tour hatte ich richtig Schiss. Und Schiss deswegen, weil hier mitten in der Nacht zum einen keiner ist, kein Mensch, aber sehr viele Kühe. Und es macht mich ganz wuschig, dieses ganze Kuhläuten, also dieses Glockenläuten. Und man denkt dann wirklich, kommen die jetzt auf einen zu, die Herde, kommt sie nicht auf einen zu? Also es macht mir echt wahnsinnig. Und ich habe dann schon das Licht ausgeschaltet, bin nur mit Rotlicht fast blind hier lang gelaufen, um einfach wenig Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Und auch jetzt irgendwie bin ich immer wieder am Hören, kommen diese Kuhglocken näher oder nicht, weil ich stehe hier schon recht cool am Abhang. Muss auch ein bisschen aufpassen, in welche Richtung ich dann renne, wenn irgendwelche Viecher kommen. Ich glaube, die tun mir nichts, aber mir reicht es auch, wenn die neugierig sind und hier einfach mal alle antraben. Ja, Spot ist gefunden, Kamera ist aufgebaut, aber jetzt haben die Wolken voll zugezogen. Man sieht quasi keine Milchstraße mehr und jetzt, 0 Uhr, ist sie eigentlich echt gut zu sehen. Jetzt warte ich einfach noch mal eine halbe Stunde, Stunde. Vertreibe mir hier die Zeit und hoffe tatsächlich, dass die Wolken weggehen. Ich mache jetzt mal einen Testshot, den zeige ich euch. Da verändere ich jetzt auch nichts mehr an der Einstellung. Ich habe ja eine 20 Sekunden Belichtungszeit eingestellt, eine 2,8er Blende. Hier auf meinem Samyang Objektiv. Ich habe die 2,8er Version, die Autofokus Version. Ja, 14 mm Brennweite ist fest auf dem Objektiv. Und hoffe jetzt einfach mal das Beste, dass sich die Wolken verziehen. Testfoto kann nicht schaden, aber man sieht leider nichts von der Milchstraße. Hier sind einfach zu viele Wolken. Boah, und der Weg hierher war so weit jetzt schon wieder und echt spooky. Hoffentlich habe ich hier meine Ruhe noch die nächste Stunde. Jetzt habe ich ja eine Stunde in der Kälte gewartet, dass sich die Wolken am Himmel verziehen, aber keine Chance. In der Zwischenzeit habe ich auch mein Stativ selber umgerannt und habe mir meinen Displayspiegel, also in dem kann ich mich selber sehen, wenn ich mich filme, kaputt gemacht, also die Kamera ist mit dem Stativ umgefallen und dieses Ding ist aus dem Blitzschuhadapter rausgebrochen, aber Kamera hat jetzt ja keinen Schaden genommen, hoffe ich zumindest. Ja, so ist es halt manchmal bei der Milchstraßenfotografie in der Landschaft, es muss alles zusammenpassen. Der Fotospot muss passen, dass das Bild gut aussieht und die Natur muss mitspielen. Der Mond darf nicht zu sehen sein und es muss wirklich eine schöne sternklare Nacht am Himmel sein. Mai. Aber jetzt ist die Zeit rum, ich friere und boah, werde jetzt die Heimwanderung wieder antreten. Ich werde hier wieder über die ganzen Almwiesen drüber wandern, bergab gehen, meist mit Rotlicht, weil ich diese Kuhherden irgendwie nicht auf mich ziehen will. Ich habe keinen Bock, nah an die ranzukommen. Wünsche mir Glück, dass der Heimweg einigermaßen easy verläuft und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Gebt mir gerne ein Like für meinen Versuch heute, die Milchstraße zu fotografieren oder abonniert meinen Kanal für weitere Videos. Goodbye, euer Sigi vom Ammersee und heute vom Kitzbüheler Horn auf 2000 Meter. Wieder mal allein. Good night. Ja, hallo zusammen. Nachdem ich in der Nacht beim Milchstraßenfotografieren oben am Kitzbüheler Horn nicht so erfolgreich war, bin ich jetzt nochmal tagsüber zum Hintersteiner See gefahren. Der ist auch nur ca. 20 Kilometer weg von Kitzbühel, um hier einfach mal
bei Tag ein schönes Landschaftsfoto zu machen. Die Uhrzeit, 16:30 ist nicht optimal, aber ja, urlaubs- und familienbedingt geht es nur jetzt, also schieße ich das Foto. Hier neben mir sind richtige Fischwärme zu sehen, das ist echt wunderschön. Und ich habe hier einen Spot gefunden, an dem auch wieder mal eine abgestorbene Wurzel hier am Ufer liegt. Und jetzt möchte ich einfach diese Wurzel, den See und diesen wunderschönen wilden Kaiser ja, im Nachmittagslicht einfach einfangen. Das mache ich jetzt hier mit meiner Sony A7 III und dem 16-35mm Objektiv mit der fest verbauten 4er Blende. Und ja, leider habe ich wieder keinen Polfilter dabei, dass man diese schönen Fische im Wasser sehen kann. Aber mei, die Aufmerksamkeit soll jetzt eigentlich dem Berg und dem See gelten und nicht dem Innenleben der Fische. Ja, ich schraube jetzt mal einen D-Filter drauf und das war es dann eigentlich auch. Ich nehme auch mal einen starken ND-Filter, vielleicht den tausendfachen, dass ich etwas länger belichten kann, dass ich diesen Wolkenzieher von dieser einen Wolke, die oben am Himmel zu sehen ist, dass ich die noch mal schön aufnehme. Mensch, und die Fische kommen hierher, die muss ich euch jetzt echt mal zeigen. Das ist echt krass, das ist echt geil. Schaut mal her. Ich denke, die kann man ganz gut erkennen, wa? Da sitzt die Fregger hier direkt am Ufer. Denken, es gibt was zu essen, aber ich habe selber Hunger. Ja, und jetzt werde ich das Foto mal mit dem starken ND-Filter aufnehmen, den tausendfachen, dass ich ein paar Sekunden lang belichten kann. Dafür stecke ich den hier in meinen Haida 100 Pro Halter rein und manuell fokussiert habe ich vorhin schon. Das heißt, ich fummel jetzt am besten nicht mehr am Objektiv rum und schau mal, wie lange ich belichten kann. Ja, und ich denke auch, tatsächlich werde ich jetzt das Bild auf einer 11er Blende machen, dass ich diese abgestorbene Wurzel auch einigermaßen scharf drauf habe und natürlich auch den Berg im Hintergrund. Jetzt drehe ich die Belichtungszeit von 1/200 mal runter, weil das war vorhin die richtige Einstellung. Und jetzt bei 3, 4, 5 Sekunden, bei 8 Sekunden wird es jetzt tatsächlich hier hell. Und es könnte jetzt eine 10-sekündige Belichtungszeit, könnte die richtige Wahl sein. Aber ich nehme jetzt doch erstmal die 8-sekündige, stelle noch die Auslöseverzögerung ein. 2 Sekunden reichen. And go for it. 8 Sekunden warten. Ich sehe auch, dass die Wolke irgendwie oben abgeschnitten ist, hier in meiner Komposition. Die will ich eigentlich ganz mit drauf haben. Aber erstmal kurzer Bildcheck. Oh mei, ist halt ein Landschaftsbild, ne? Was willst du machen? Okay, ich bin jetzt mal hier wirklich auf 16 mm. Da bekomme ich die Wolke schön drauf. Vor allen Dingen auch, wenn ich hier das Ganze ein bisschen anhebe und schaue auch, dass ich diese Wurzel so ins rechte Drittel platziere. Da habe ich eigentlich Bock drauf. Und jetzt vielleicht auch mal 10 Sekunden lang belichten und dafür eine 13er Blende wählen. Werde jetzt auch gleich probieren. Weiß ab gleich, steht auf Auto, es juckt mich gar nicht. Ich würde jetzt mal sagen, es ist ein Standard-Landschaftsfoto. Nichts wahnsinnig Geiles, Tolles. Aber es ist halt das, was der See gerade hergibt. Hier ist noch so ein Stein im Vordergrund. Könnte ich vielleicht auch mal auschecken. So, ich habe auch nur noch 10 Minuten Zeit. Meine Frau wartet mit Kind auf der Liegewiese. Jetzt muss es doch ein bisschen schneller gehen. Und was machen wir aus der Situation hier? Mei, man sieht auch echt gar nichts hier. Es ist also wirklich nicht so easy hier. Und wenn ich jetzt hier so durch die Kamera durchschaue, könnte man echt meinen, man ist hier in Klein-Kanada. Ich
war zwar noch nie in Kanada, aber so stelle ich mir es vor. Komm, ich mache das Bild auch auf einer 13er Blende. Verstelle jetzt auch nichts an den manuellen Fokus. Mensch, super schade, dass man die Fische... Was habe ich denn hier für Viecher im Haar? Ja, das ist echt schön. Jetzt ändere ich noch mal kurz den Bildausschnitt. Hier noch mehr. Da gibt es echt fliegende Fische hier, das ist ja Wahnsinn. Ja, jetzt bin ich doch wieder auf 24 mm gelandet. Das ist wirklich eine sehr interessante Brennweite. Zack, 10 Sekunden Belichtung. F13, ISO 100 auf 24 mm. Au. Jetzt ist meine Zeit schon um. Jetzt muss ich rucki zucki hier nochmal um den See zurückfahren zum Seebad. Aber zumindest habe ich mal ein Foto, welches ich mit heimbringen kann, weil dieses Milchstraßenbild, das hat mich echt frustriert. Da stand ich halt gut eine Stunde oben am Berg und war nix. Schön, das war's, Leute. Jetzt nehme ich doch kurz nochmal ein Video auf, weil es so schön hier ist. So Leute, das war jetzt ganz schnell, quick and dirty, 15 Minuten ein Landschaftsbild gemacht und jetzt geht's wieder zurück, meine Family abholen. Also, ich freue mich, dass ihr bis zum Ende zu diesem Bonuspart dran geblieben seid. Jetzt sage ich Servus, euer Sigi. No more talking about it, the way it is, the way it is, it's no mystery. There's no getting around it. When you're here, when you're here, we got chemistry. We light up when we ignite. We are stars in a darkened sky. When you to